Ja, herzlich willkommen am Schiller. Eine neue Folge Warum zum Schiller. Ungewohnter Anblick. Bis jetzt waren es immer nur zwei Gesprächspartner. Heute ein ganzes Team, das Team vom Ganztag, Rebecca Klann, dann Petra Kahnbrock-Elle. Ich wollte schon den Doktor hinzufügen, aber das hat sie gar nicht so gerne. Und Mislav Bukvic. Die drei sind hauptverantwortlich für die Koordination unseres Ganztags. Mein Name Ulrich Reckmann, für diejenigen, die zum ersten Mal zuschauen. Ich leite zusammen mit Flora Würger und Ulf Konrad die Erprobungsstufe. Ja, aber gleich zur Sache. Der Ganztag und seine Angebote. Mislav, wie sieht das Angebot aus? Natürlich sehr vielfältig. Ja, wir sind ja eine gebundene Ganztagsschule. Das heißt, wir haben an drei Langtagen oder an drei Tagen sogenannte Langtage. Das heißt, da verbleiben die Schüler auch tatsächlich von morgens um circa 8 bis 3:10 in der Schule. Also montags, mittwochs und donnerstags. Und das ist der Zeitraum, wo wir dann als Ganztag vor einem tätig werden. Wir gestalten die Mittagspause. Wir organisieren auch das Mittagessen. Da wird auch die Kollegin gleich noch was dazu sagen. Also vor allem an diesen drei Langtagen haben wir eine 60-minütige Mittagspause, die dann zum Essen, Spielen, Entspannen, ja letztendlich zum Abschalten dient. An diesen drei Langtagen essen die Fünft- und Sechstklässler verbindlich, verpflichtend in unserer Biomensa. Und das dann als Klasse gemeinsam. An den restlichen Tagen können Sie dann freiwillig essen. Nach dem Mittagessen gibt es die Möglichkeit, die Zeit nach eigenem Interesse zu gestalten. Das heißt, es gibt zahlreiche Angebote für drinnen und draußen. Das Ganze funktioniert in Zusammenarbeit mit unserem Ganztagsträger, dem gemeinnützigen Verein Evangelisch GmbH. Entschuldigung, nicht Verein, sondern GmbH ist es richtig. Und dann gibt es dann eben in diesen Mittagspausen Angebote, Sportangebote, Entspannungsangebote, die die Schüler wahrnehmen können. So als kurze Einleitung. Ja, danke schön. Springen wir gleich für viele vielleicht der ganz wesentliche Punkt. Der Bauch muss voll sein. Also, wie funktioniert die Mensa? Was für ein Essen gibt es? Wie bucht man sich da ein? Und die wichtigste Frage ist vor allem, schmeckt's? Fange ich mit dem letzten an. Es schmeckt sehr gut. Wir haben eine sehr gute Rückmeldung von unseren Schülerinnen und Schülern, die in der Mensa regelmäßig teilnehmen. Unsere Mensa ist seit 2010 in einem provisorischen Gebäude. Und seit 2010, das sind jetzt 10 Jahre, haben wir uns so weit entwickelt, dass wir jetzt eine ganz klassische Biomensa sind. Wir haben einen Caterer finden können vor 3 Jahren, der die Firma Beyond GmbH, die bietet 100% Bioessen an. Werden Demeter getestet und unsere Produkte werden vor Ort zu einem Großteil gekocht. Und sind Produkte auch, die in einem Umkreis von maximal 80 Kilometern auch angeliefert werden. Das Obst, das Gemüse, was dann immer frisch täglich kommt. Wir haben unsere Mittagspause ja so gestaltet, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler des Schillergymnasiums zur gleichen Zeit essen gehen, sondern wir haben in 3 Stunden, über 3 Schulstunden verteilen wir unsere 5 Klässler in einer, die 6 Klässler essen in einer Stunde und dann unsere restlichen Schülerinnen und Schüler dann in der letzten Stunde der 7. Stunde. Und wir sind ja gesunde Schule, das Schillergymnasium schon seit langen Jahren. Und daher ist es uns auch wichtig, dass die Kinder regelmäßig ein gesundes Essen einnehmen und auch das schon von klein auf, sprich also mit unseren 5 Klässlern lernen. Insofern haben wir ein verpflichtendes Mittagessen. Also jeder Schüler, jede Schülerin der Klasse 5 und 6 muss an den Langtagen gemeinsam mit der Klasse zum Essen gehen. Sie werden dort von den Mitarbeiterinnen des Ganztages begleitet und können danach dann die Mittagspause, wie gerade der Kollege Herr Bukwitsch das schon erklärt hat, dann so gestalten, wie sie möchten.
Wir haben, das Besondere in unserer Mensa ist, um Schlangenbildung zu vermeiden, und das hat uns dann auch unsere Erfahrung gezeigt, eine super Lösung gefunden mit dem Caterer. Wir bieten ein sogenanntes Buffetsystem an. Das kennt der ein oder andere vielleicht auch aus seinen Urlauben aus Antalya oder aus Fuerteventura. Das heißt, man hat einen Chip, man kriegt Zugang in zur Mensa und kann sich dort frei bewegen. Jetzt in der Pandemie natürlich nicht, da gibt es bestimmte Plätze, aber ansonsten frei bewegen und wählen, sein Essen wählen, was er möchte. Es gibt keine Tellergerichte, wir haben ein Buffetsystem, es gibt zwei Hauptgerichte immer, wovon eins mit einer Fleischbeilage vornehmlich Rind oder Huhn sein kann. Ansonsten haben wir ein vegetarisches Essen. Wir haben eine Nudelbar, wir haben eine Salatbar, wir haben eine Nachtischbar und jeder, wie gesagt, jedes Kind kann essen, was es möchte. Das Novum, was wir noch dazu ist, am Ende des Mittagessens muss ein leerer Teller abgegeben werden. Das ist ein bisschen für den Alten noch ein bisschen schwierig, aber das heißt, es soll lernen, dass die Kinder sich nicht, weil wir ja das Buffetsystem haben, die Teller so voll machen, sondern sie können so oft an die Theken gehen, so oft wie sie möchten in ihrer Mittagspause. Ja. Kurz noch zum, diese Mensa wird unterstützt auch von den Schülern selber. Uns ist ja das soziale Engagement der Schüler ganz wichtig. Und wir haben für jede Stufe, jede Klasse, gibt sogenannte Mensa-Helfer in die Mensa zu der Zeit, wenn die Jahrgangsstufe ist. Und die dann die Buffets betreuen, gucken, ob alles sauber ist, ob wir die Tische sauber sind und dann damit auch das Mensa-Personal vor Ort entlasten. Ja, danke schön. Also, dass es schmeckt, kann ich bestätigen. Ja. Ich war ja schon mal mit meinem Jüngsten da und wenn der Mägelpott sagt, es schmeckt, dann muss es wirklich gut sein. War aber auch Pizzatag, glaube ich. Also findet er auch besonders gut. So, was die Eltern aber auch vermutlich interessiert, gerade diejenigen, die ein Betreuungsproblem haben und die berufstätig sind, wie sieht denn die nachschulische Betreuung am Schiller aus, Rebecca? Genau, also wir haben Schiller, wir sind aktuell ein Betreuungsteam von 15 Studenten und Studentinnen, ganz verschiedene Fachrichtungen über Lehramt, soziale Arbeit, Sport. Wir sind ein relativ junges Team. Wir haben auch Schüler im Team, die dann bei uns Aufsichten machen. Viele von den Studenten, die mittlerweile hier arbeiten, waren selber auch mal Schüler auf dem Schiller, kennen dadurch die Lehrer, die Gebäude. Und wir sind praktisch auch so ein Zwischending zwischen Schülern und Lehrern. Genau, das funktioniert ganz gut, dieser Austausch da. Was Sie als Eltern wahrscheinlich am meisten interessiert, ist, wie die Betreuung bei uns aussieht. Wir können Ihnen zwei Sachen anbieten. Zum einen gibt es die nachschulische Betreuung jeden Tag. Die ist kostenfrei. Der Bukwitsch hatte das vorher erwähnt mit den Kurz- und Langtagen. Bei uns ist das egal. Wir haben jeden Tag bis 16.30 Uhr geöffnet für Ihre Kinder. Sie können Ihr Kind zu dieser Betreuung anmelden, müssen es aber nicht anmelden. Das ist auch der Unterschied zu den OGS-Betreuungen, die Sie wahrscheinlich aus der Grundschule kennen. Wir sind da sehr flexibel. Sie können entscheiden, ob Ihr Kind jeden Tag kommen soll, ob es zum Beispiel nur an den Kurztagen, also nur Dienstag und Freitag kommen soll, ob es nur einen Tag die Woche kommen soll, nur bis 14 Uhr. Wie Sie das wollen, das kann man alles absprechen. Das kann man auch noch im Laufe des Schuljahres ändern, wenn Sie sagen, Sie möchten die Betreuung lockern oder sonst was. Wie gesagt, Sie müssen Ihr Kind nicht fest anmelden, Sie können es aber fest anmelden. Wenn Sie als Eltern praktisch die Sicherheit brauchen, dass Ihr Kind hier bei uns in der Betreuung ist, dann melden Sie es einfach fest an. Dann werden wir die Anwesenheit kontrollieren und Ihnen auch eine Rückmeldung geben, ob Ihr Kind da ist oder nicht. Was wir noch anbieten, ist die Betreuung an unterrichtsfreien Tagen. Unterrichtsfreie Tage am Schiller sind zum Beispiel Konferenztage, Notenkonferenzen, pädagogische Tage, bewegliche Ferientage. An diesen Tagen sind wir von 8 bis 16.30 Uhr für Ihre Kinder da. An den Tagen machen wir verschiedene Ausflüge. Wir waren in verschiedenen Museen, waren sportlich aktiv bouldern, waren im Jumphaus, waren im Bubenheimer Spieleland. Solche Sachen machen wir da mit den Kindern. Diese Betreuung kostet 150 Euro pro Schuljahr, aber hierfür müssen Sie Ihr Kind auch fest anmelden. Das sind diese zwei Betreuungsoptionen, die wir Ihnen am Schiller bieten können. Gut, danke schön.
Ich glaube, dann haben wir alles Wichtige im Zusammenhang mit dem Ganztag besprochen. Und wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann kann man sich auf der Homepage auch noch zu unserem Ganztag informieren oder direkt eine Mail an das Ganztagsbüro schicken. Ja, und wer sich gar nicht mehr auskennt, kann auch mir eine Mail schicken. Ich leite das dann an die passenden Personen weiter. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und ich freue mich auf die nächste Mahlzeit in der Mensa. Bis dahin, tschüss.